Was du weißt, kannst du nicht erklären, aber du fühlst es. Du hast dein ganzes Leben lang gespürt, dass mit der Welt was nicht stimmt. Du weißt nicht, was es ist, aber du weißt, es ist da, wie ein Splitter in deinem Verstand, der dich zum Wahnsinn treibt. Hattest du jemals einen Traum, Neo, der dir komplett real erschien? Was wäre, wenn du unfähig wärst, von diesem Traum wieder aufzuwachen, Neo? Wie würdest du den Unterschied zwischen Traumwelt und realer Welt erkennen? Wenn real bedeutet zu fühlen, riechen, tasten und sehen, dann ist real nichts anderes als elektrische Signale von deinem Gehirn zur Schau gestellt. Die Matrix ist die Welt, die über deine Augen gestülpt wurde, damit du blind für die Wahrheit bist. Und dummerweise kann man niemandem erklären, was die Matrix ist. Du musst sie selbst erleben. Die Matrix ist ein System, Neo. Dieses System ist unser Feind. Und wenn du drinnen bist, dich umsiehst, was siehst du? Geschäftsleute, Lehrer, Anwälte, Tischler. Genau die Seelen von den Menschen, die wir versuchen zu retten. Aber bis das geschieht, sind diese Menschen Teil des Systems und dadurch unser Feind. Du musst verstehen, die meisten dieser Menschen sind nicht bereit, um abgekoppelt zu werden. Und viele von ihnen sind so hoffnungslos abhängig vom System, dass sie bereit sind zu kämpfen, um es zu beschützen. Ich versuche, deinen Verstand zu befreien, Neo. Aber ich kann dir nur die Tür zeigen. Hindurchgehen musst du allein. Das ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Nimm die blaue Pille. Die Geschichte endet. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst, was du auch immer glauben willst. Nimm die rote Pille. Du bleibst hier im Wunderland. Und ich werde dir zeigen, wie tief das Kaninchenloch reicht.